Moin Moin miteinander und willkommen zur nächsten Folge von Black Mesa. Ja, wir sind aufmunitioniert, wir sind aufgerüstet auf alles, was geht. Und ich weiß nicht genau, was jetzt kommt. Ich vermute, es kommt jetzt ein Krieg. Und ja, versuchen wir es mal ganz vorsichtig. Die ganze Rüstung ist weg. Und ein gutes Stück von meinem Leben ist weg. Uah! Mein Panzer! Au! Ah, wo ist sie denn? Da ist sie. Ich bin fast tot. Okay. Da habe ich die gegen die Wand geschossen, die Panzerfaust. Hui. Okay. Okay. Nächster Versuch. Ich denke mal, es war gar nicht so schlecht, hier hinterm Felsen Schutz zu suchen. Ich muss aber auf... Dachten, die jetzt kommen. Also... So, mal schnell zurück, um zu gucken, ob wir noch irgendwie was Panzerfaustmäßiges da haben. Aber ich glaube, ich habe alle genommen. Ja. Leider nichts mehr da.
Möglicherweise muss man wirklich den Turm treffen und alles andere bringt nichts. Was? Ich glaube, das ist die nächste Alienwaffe. So eine kleine Viecher, die losgestürmt kommen. Ja, das... Gut, machen wir erstmal nicht. Ich möchte woanders hin. Ich möchte jetzt doch mal den Knopf drücken. Beziehungsweise... Wieso ist die Tür zu? Wieso ist die Tür zu? Glaube ich, zugegangen, ne? Rückweg versperrt. Na gut, wahrscheinlich war auf der anderen Seite eh nichts mehr. Daher. Alles gut. Hoffentlich. So, ich überlege gerade. Wie war das nochmal? Ah, meins! Das ist ja ein Fahrstuhl, ne? Das ist ja ein Fahrstuhl. Hier sind brennende Fackeln. Was macht hier diese Geräusche? Bin ich das?
Bleib ruhig. Ich überlege gerade, kann ich das Ding in den Fahrstuhl tun? Und den Fahrstuhl dann einfach nach unten fahren lassen? Wäre ja mal was, ne? Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kann ich es nicht tun. Ich werde schon mitfahren müssen. Na gut, was haben wir hier? Top Secret. Was haben wir hier? Top Secret. Oh. Das Ding ist gleich empty. Und ich brauche es noch. Na gut, okay. Weiter geht's. So. Komm mal mit. Guck's erstmal dahin, so. Jetzt drücken wir den Knöpfchen. Ja, super. So habe ich es mir gedacht. So habe ich es mir gedacht. Eieiei, okay, darüber, da, da und wahrscheinlich hier rauf, ne? Alles klar, Sir. Ja, nix ist klar. Hier sind viele Sprengladungen. Was für einen Sinn mögen die wohl machen? Ich sag mal, die machen ja nur dann einen Sinn, wenn ich hier irgendwas in die Luft sprengen muss. Also eine ganze Menge in die Luft sprengen muss. Oh, da steht einer. Da steht einer.
Sehr schön. Ach, da steht doch keiner. Mist. Ich dachte, da steht einer. Da steht einer. So ein Mist aber auch. Die, die ich ja hatte, war gar nicht schlecht, ne? Aber die kam einfach zu spät. Gerade auf die Uhr, so aus Versehen quasi. Und sehe, die Zeit ist ja schon rum. Na gut. Okay, dann machen wir hier jetzt wieder ein kleines Päuschen. Und ja, in der nächsten Folge geht's weiter. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken und bis bald.